meine Großmutter selber erinnere ich mich an eine sehr selbstbewusste, bestimmte Frau, von der ich sehr wenig weiß, weil komischerweise ich sie auch nie gefragt habe über ihr Leben, was vorher war. Natürlich ist die Welt, aus der ich komme, ursprünglich in die ich hineingeboren worden bin, die war natürlich total anders wie früher, nicht? Wie heute. Total anders. Und das kann sich ein junger Mensch von heute kaum mehr vorstellen. Wobei meine Welt ja schon eher verständlich war wie die meiner Mutter. Ja, also an meine Mutter habe ich nur sehr fragmentarische Erinnerungen, eher so kurzfristiges Auftauchen. Also ich habe bei meiner Großmutter gelebt. Ich wurde 1930 in Wien geboren. Wuchs größtenteils in Wien, aber auch ein bisschen im Waldviertel, das mir unendlich ans Herz gewachsen ist, auf. Ich bin in der Schule in Mathematik immer durchgerasselt, sonst hätte ich ganz gern Psychiatrie studiert. Ich komme aus einer recht gemischten Familie, einer typisch österreich-ungarischen. Die Eltern meines Vaters waren Offiziere, K&K-Offiziere. Die Eltern meiner Mutter Industrielle in Nordböhmen, in Reichenberg. Und meine Eltern haben sich kennengelernt in Prag beim Studium der Kunstgeschichte. Kennen und lieben gelernt. Und das vierte Produkt dieser Liebe bin dann ich gewesen. Das Elternhaus war katholisch-konservativ. Meine Mutter eine sehr engagierte, überzeugte und auch sehr gute Pädagogin, die allerdings, als ich geboren wurde, nicht mehr berufstätig war, weil schon das Doppelverdienergesetz Geltung hatte. Mein Vater, Wiener der Herkunft nach, Absolvent der Hochschule für Bodenkultur. Vater kennengelernt, da war sie 15 Jahre alt und hat ihn sich eingebildet, ihn oder niemanden, und hat ihn dann aus verschiedenen Gründen gegen den Willen ihrer Familie, ihres Vaters geheiratet. Mit 17 Jahren, und wie sie 19 war, bin ich auf die Welt gekommen. Und das muss damals also eine ungeheure Sache gewesen sein. Es hat auch lange gebraucht, bis man sich mit der Familie, bis die Mama sich mit der Familie ausgesöhnt hat. Ja, und ich, meine Mutter hat dann also war dann trotz allem immer sehr, sehr auf Formen bedacht. Und ja, man könnte fast sagen, der Apfel fällt nicht leicht weit vom Stamm. Ich habe ja dann auch einen Weg genommen, den wiederum meine Mutter mit Entsetzen also festgestellt hat. Denn sie hat wahrscheinlich für mich das wollen, was dann in ihrem Leben nicht ganz geglückt ist. Früher hat man ja sogar noch gesagt, in meiner Zeit erledigt's Kind, ne? Also ob es auch ein Verheiratetes gegeben hätte. Also dieser Punkt hat natürlich schon eine Rolle gespielt, weil in der Zeit und auch noch später war das schon ein Makel, ja, so lediges Kind zu sein. Also da wurde man von den Autoritäten her, Lehrer und sonstige Autoritäten, das hat man diffus schon irgendwie gespürt, dass man was anderes. Wo es ja in meiner Zeit ein bisschen weniger stark vielleicht war, weil ja da viele Kinder keine Väter hatten. Die Welt der Großeltern, die habe ich gerade noch ein Eckerl mitbekommen, das war eine andere Welt als bei uns zu Hause. Erst einmal mit Diener und Hauskonzerten. Es war alles sehr interessant, aber doch irgendwo etwas steifer und strenger. Kinder waren da eigentlich eine unnötige Nebenbeschäftigung. Also es hieß damals, Children should be seen, not heard. Das höre ich immer noch, wenn ich an meine Großeltern denke. Ich war ein Gassenkind. Also ich habe Steiner Schlachten geliefert mit anderen Kindern, wir haben uns mit Steinen beworfen, wir haben uns beschimpft. Also ich habe eine richtige Kindheit gehabt, also keine wohlbehütete, sondern eine schöne, freie. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Für uns Kinder war ein Kindermädchen da, eine Gouvernante,
Und wir waren eigentlich immer auf der Seite und wir mussten brav sein und wir mussten artig sein. Und ich habe mich eigentlich gar nicht so ganz wohl oder selten ganz wohl gefühlt und bin sehr viel in den Wald gegangen. Und das war ein Zauberwald da, dort. Vielleicht ist das noch meine Erinnerung, das als Ideal der Kindheit. Und da hat das Kindermädel gesagt, heute ist Opernball, die Mama und der Daddy gehen auf Opernball. Du musst sie dann nachher anschauen. Und da bin ich in das, da wurde ich dann, also wie sie fertig angezogen war, wurde ich hineingebracht und da stand mein Stiefvater im Frack, sehr elegant, und meine Mutter mit dem gesamten Familienschmuck in einem Goldlamee-Kleid. Und ich habe gesagt, das so ist, schaut eine Königin aus, eine Prinzessin. Und das ist mir irgendwie geblieben, Opernball, Mama, Prinzessin. Meine Großmutter war überhaupt nicht einverstanden mit dem Leben meiner Mutter, hat auch nicht zugelassen, auch wenn sie das gewollt hätte, dass ich zu meiner Mutter komme. Also es war völlig klar, das kommt nicht in Frage. Also das ist geprägt durch das Verhältnis meiner Großmutter zu ihrer Tochter. Ist mein Verhältnis zu meiner Mutter geprägt. Mein Vater war ein hochbegabter Mensch, ein interessanter, hochbegabter Mensch, aber der war so also aus der Nachweltkriegszeit. Die Familie war eine sehr gute Familie. Mein Großvater war ein hoher Staatsbeamter, Sektionschef und Präsident des Landesjurates von Böhmen und Mähren und weiß ich was alles. Und die Großmutter kam aus der Großindustrie. Das ist einer der ersten großen Eisenwerke in Österreich. Das hat mein Urgroßvater Lenz, war von ihm gegründet und er war ein Mitbegründer der Bosch-Sparkasse und weiß ich was und ist auch also Abgeordneter gewesen. Und die haben nach dem Ersten Weltkrieg alles verloren, praktisch alles. Mein Vater war Erfinder. Er hat 36 Patente hinterlassen. Er hat eigentlich alle die Erfindungen, die heute den Markt beherrschen, gemacht. Nur er war ein Perfektionist. Wenn ihm Industrien abkaufen wollte, ich weiß nicht, elektrische Kaffeemühlen, Sämaschinen, also alle die Dinge, die heute selbstverständlich sind, wenn man ihm das abkaufen wollte, hat er das nie hergegeben. Er hat gesagt, nein, ich bin noch nicht fertig. Er wollte es immer vollkommener und vollkommener gestalten. Bitteschön, bei uns auf den Möbeln ist immer der Kuckuck gepickt. Kuckuck war also, dass die Möbel, also praktisch, mein Vater hat sich immer tiefer verschuldet, weil er das alles Geld, das er verdient hat, er hat auch ein Transportunternehmen gehabt, das ist dann der Dr. Richard geworden. Das war eigentlich, hat mein Vater aufgebahrt gehabt. Er hat einen Mohn-Großhandel gehabt und zu seiner Zeit und unter seiner Ägide hat Mohn na Wall Street wurde gehandelt in New York. Also er war ein sehr erfolgreicher Mann. Ja, meinen Vater habe ich nie kennengelernt und ich wusste zwar, wer er war, aber ich wollte ihn nicht kennenlernen. Als Kind war es sowieso kein Bedürfnis. Und dann, als ich so bewusst erwachsen wurde, oder sagen wir erwachsen wurde mit Bewusstsein, es gibt ja auch Erwachsene ohne Bewusstsein, hatte ich also ganz besonders nicht das Verlangen. Ich hatte schlicht und einfach nicht das Verlangen, ihn kennenzulernen. Mein Vater kam von Pressburg und setzte sich mit mir hin. Und zum ersten Mal in meinem Leben hat er mich gefragt, was ich mache, was ich gerne habe, in welche Schule ich gehe. Ich ging damals auf dem Wiedener Gürtel in das Mädchengymnasium, hieß damals Frauenerwerbsverein, typisch. Und ich war tief berührt, dass er sich für mich interessiert hat. Und ich glaube, da hatte er schon beschlossen, wegzugehen. Was eine Familie ist, hat für mich nie einen Zusammenhang gehabt mit einem Mann. Ja. Also die Geborgenheit, die ich erlebt habe, habe ich durch die Großmutter erlebt. Und dann darüber hinaus habe ich sie erlebt in den Gemeinschaften, die ich erlebt habe in Kinderheim. Das war nein, die Partnerschaft meiner Eltern war extrem patriarchalisch geprägt. Ja. Mein Vater ist erst bei mir aufgewacht und hat mir gesagt, was ich mir alles nicht gefallen lassen sollte, alles, was meine Mutter eigentlich zugemutet hat. Aber ich sage, über dem Ganzen war eine Glocke der tiefsten Liebe gestülpt, daher war das nicht so schlimm. Dennoch sehe ich mich mit sage und schreibe 8 Jahren am Herd stehen in meiner Mutter und zu verlautbaren, ich werde einmal nicht kochen.
Und sie hat, ich sehe ihr Lächeln und sagt, du wirst es aber müssen. Mein Bruder hat immer behauptet, ich sei der Liebling meiner Mutter, als Jüngste. Ich bin überzeugt, dass er der Liebling meiner Mutter war und er uns als Mädchen eher kujoniert hat. Er hat zum Beispiel diesen wahnsinnig aufregenden, wunderschönen, zu Weihnachten einmal Chemiekasten bekommen. Wir haben nie einen Chemiekasten bekommen, aber ich durfte nicht zuschauen. Ich durfte nur an der Tür an seinem Zimmer stehen. Dann hat es hat so herrlich gerochen nach Schwefel und hat geknallt manchmal und gestunken und ein Bunsenbrenner hat gebrannt. Ich fand das faszinierend. Und ich wäre so wahnsinnig gerne ein Bub gewesen, schon allein wegen des Chemiekastens. Meine Mutter war Jahrgang 1890. Sie hatte einen Bruder, der durfte alle Sportarten betreiben, die damals, Jahrhundertwende, en vogue waren, war selbst aber davon ausgeschlossen. Mädchen waren dafür nicht geeignet und sie hatte offenbar, sie konnte nicht einmal Rad fahren. Sie hatte offenbar die tiefe Sehnsucht, all das, was ihr vorenthalten wurde, mir zugänglich zu machen und gewissermaßen mich ersatzweise ihr nicht erlaubtes, ermöglichtes sportliches Leben erfahren zu lassen. Im Volksschulalter war mein Berufsziel, ich wollte ein Religionsstifter werden. Oder eine Religionsstifterin oder eigentlich ein Religionsstifter, denn im ersten Viertel meines Lebens habe ich mich eigentlich als Mann gefühlt und wollte eigentlich ein Mann sein. Ich erinnere mich, ich habe eine Schularbeit mit freier Aufsatzwahl geschrieben. Wenn ich nicht Charlotte wäre, wollte ich Karl sein. So wie meine Eltern schon einmal gesagt haben, unsere Buben, wir hatten keine, unsere Buben müssen was lernen, die müssen eine Familie haben und die müssen ihre Familie ernähren können. Und man hat geheiratet, wenn das der Fall war. Bei den Mädchen, die mussten andere Tugenden unter Anführungszeichen mitbringen. Meine Mutter, die von Haus aus sehr reich war, die hat es überhaupt nicht verstanden. Die war also 17, 18 Jahre alt. Die haben es nicht verstanden, wie man da sich etabliert. Nicht? Und so ist mein Vater dann weg und hatte die Schnapsidee durch einen Freund und Kollegen, der hat gesagt, in Russland suchen sie Architekten für den Aufbau von Russland. Und ich weiß nicht, was ihm eingefallen ist, also jedenfalls er ist mit dem guten Freund Otto nach Russland. Und dort hat er sich nicht schlecht gefühlt, denn das, was ihm hier gefehlt hat, hat er dort gehabt und politisch hat er sich so überhaupt nicht gekümmert. Er hat Arbeit gehabt dort und hat gebaut noch und noch und noch, nicht? Und hat dann eine Frau kennengelernt. Also es ist dann mit einem Wort, die Ehe ist auseinandergegangen und die Mama hat dann auch hier, also dann hat die Mama geheiratet und der Papa war in Russland, ist aber immer Österreicher geblieben und ist im Jahr 39 zurück. Ja, und da hat er sogar irgendwie, da war die Mama allein, weil der zweite Mann war schon emigriert und hatte noch irgendwie Hoffnungen gehabt, aber die Mama hat gesagt, nein, ich warte auf meinen Mann. Und das dauert ja nicht lang, das war ja der allgemeine Tenor. Na, wie lang wird das dauern? In einem Jahr ist er wieder da, ist alles vorbei. Das haben ja sehr viele, gerade dieser bürgerlichen Gesellschaft, die sich politisch weiter nicht interessiert hat, die haben ja geglaubt, die ganze Hitlerei wird in einem Jahr zu Ende sein, nicht? Haben sie nicht für möglich gehalten, dass da passiert. Im März 1938 schlug ein offenbar sehr gut organisiertes System zu gegen die politisch Unerwünschten. Und mein Vater war offenbar politisch unerwünscht und er hatte am Tag der Okkupation Österreichs sein Enthebungsdekret in Händen. Das hat mir nachträglich von der Bürokratie her imponiert. Und ich war auch noch als kleines Kind, 6 Jahre alt, hatte gerade die erste Klasse Volksschule in Frauenberg bei Leibniz begonnen mit einem etwa dreiviertelstündigen Fußmarsch.
in die Schule, und zwar schreibend auf Tafel mit Griffel. Also, ich habe gefunden, als ich im Möbelwagen saß, Hitler kann gar nicht so schlecht sein, weil ich konnte vorne sitzen und habe als kleines Kind einen guten Überblick über die Gegend und über alles gehabt. Ich wurde am 11. März 11. Und am 11. März fing ja der Einmarsch an. Und am 12. März, glaube ich, war es, kamen die Truppen nach Wien, nach Linz, und Hitler kam kurz danach. Und da war wieder ein Verbot, aus dem Haus zu gehen. Aber es war so eine erregte Atmosphäre und niemand gab wirklich Acht auf uns. Und meine Schwester und ich haben gefunden, das muss man uns anschauen, da ist was los. Da hieß es eben, es sind Menschenmengen auf der Straße und wir sollen nicht hingehen. Und diese Menschenmengen haben uns unendlich interessiert. Und Doris und ich gingen hinunter auf die Landstraße und tatsächlich, die war gepackt voll. Ich war relativ dünn und mager und wieselte mich durch diese Menschenmenge durch und alle schrien wie die wahnsinnigen Kramen Sprechchöre, wir wollen unseren Führer sehen, wir wollen unseren Führer sehen. Und bevor ich mich überhaupt bewusst war, brüllte ich mit. Ich hatte keine Ahnung, was der Führer war und was da los war. Wir sind nicht aufgeklärt worden damals. 11-jährige Kinder haben keine Zeitung zu lesen bekommen. Und bei uns zu Hause gab es kein Radio. Also wusste ich gar nicht, worum es sich dreht. Aber diese Menge, diese erregte Menge hat einen, da habe ich wirklich, was Masse und Macht ist, und erfahren. Das ging über, das war wie ein Ozean, der einen mitschwemmt. Und ich, die dachte, jetzt kommt irgendein strahlender Siegfried heraus und jetzt passiert was ganz Tolles, schaute und war unendlich enttäuscht. Und dachte, das ist es. Und alle meine brave Kinderliteratur von Sagen und Märchen brach zusammen und ich drehte mich um und ging nach Haus. Und diese Ohrfeige, an die werde ich mich mein Leben erinnern, die ich damals eingeheimst habe. Ein junger Mensch damals, also ich war 10, 12 Jahre alt, ich war nicht, ich habe, es war für mich keine Entscheidung, ich war dagegen. Aber das war, weil auch die ganze Familie dagegen war. Also ich kann mir schon vorstellen, und ich habe auch Schulfreundinnen gehabt, die also begeistert waren beim BDM und die gar nicht so besonders Nazi waren, aber denen hat das eine Freude gemacht in einer Uniform und gemeinsam singen und Lagerfeuer und dieses ganze Quatschzeug. Die haben das wollen, nicht? Und die katholische Jugend oder die sozialistische, die gab es ja nicht. Natürlich hatten wir Täter und Opfer und sie waren oft Nachbarn. Im physischen Sinne. Aber Österreich als Republik, als Staat, war okkupiert, ist untergegangen, wurde ausgelöscht und wurde dank der vier Alliierten wieder unter eigenen Kraft und amerikanischer Nachkriegshilfe wieder errichtet und zum Blühen gebracht, wie nie zuvor. Ich bin nach wie vor eine Nazi-Fresserin, aber ich bin vorsichtiger geworden mit der Schuldzuweisung. Wesentlich vorsichtiger geworden. Denn die Dinge sind, also so einfach war es nicht, nicht. Also so einfach war es nicht. Warum Menschen eben von Haus aus dagegen waren oder warum sie doch damit kokettiert haben. Ich habe immer gesagt, also Leute, die Fleißaufgaben gemacht haben, die gehören alle bestraft. Weil man hat es nicht müssen. Es ist mir lange nach dem Tod meines Vaters ein Schriftstück von ihm in die Hand gefallen, gab aus dem Jahre 1944. Und er war ziemlich viel inhaftiert in den Hitlerjahren, wo er von einem offenbar ehemaligen Freund mitgeteilt erhielt, dass allenfalls sein Ansuchen um Reaktivierung Aussicht auf Erfolg haben könnte. Und die Antwort meines Vaters war in Kopie beigelegt, er denkt nicht daran, dieses Regime
um irgendetwas zu bitten. Das ist prägend. Das ist prägend auch für einen jungen Menschen. Und ich bin froh, dass ich auf diese Weise sehr früh und fast total von Opportunismus ferngehalten wurde. Der Mut zur Aufrichtigkeit, der ist eindeutig, kommt aus dem Elternhaus. Ja? In dem sehr laut diskutiert wurde. Man war nie einer Meinung, auch politisch. Es gab immer nur so kleinste gemeinsame Nenner. Ja? Man ist gegen die Nazis, man ist gegen jede Art von Diktatur. Man ist gegen die Einschränkung der Freiheit, man ist gegen die Todesstrafe und man ist gegen alles Popanztum, ob das die katholische Kirche betrifft oder den Kommunismus. Ja? Also alles unwahr. Das ist gelegt, das ist Erziehung. Dafür kann man gar nicht dankbar genug sein, dafür kann ich nichts. Ja? Sich für meine Generation, für uns Junge, damals ein Zukunftsfenster auf. Man hat das Gefühl gehabt, aus Österreich kann man was machen, in Österreich kann man was werden, aber vor allem auch man kann mitgestalten. Und wenn ich zurückdenke an die unmittelbare Nachkriegszeit, dann würde ich sagen, der Beginn des österreichischen Wiederaufbaus war weiblich. Man liest es ab an den Wahlstatistiken der ersten Nationalratswahlen nach dem Krieg. Der Frauenanteil war fast bei 2/3. Und das hat natürlich nicht geheißen, dass es sich um zu Hause häkelnde, strickende etc. Frauen, sondern um hart arbeitende Frauen gehandelt hat. Also ich stehe fest zur These, der Beginn des österreichischen Wiederaufbaus war weiblich. Und die Frauen hatten damals auch ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein, weil sie auch Selbstbestätigung erfuhren durch ihr Tun, durch ihr Handeln, durch ihre Verantwortung. Da hat man nicht gefragt, ja, ist das was für eine Frau? Die Aufgabe war da, die Aufgabe musste gelöst werden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Frauen zur Aufgabenlösung mit ihrem praktischen Intellekt sehr gut qualifiziert sind, um keine männliche Diskriminierung zu begehen, sage ich sehr gut und nicht besser. Es war also eigentlich eine Atmosphäre des Selbstbewusstseins, in der wir aufwuchsen. Vielleicht war dieses Selbstbewusstsein in der Wirtschaft stärker als in der Politik. Die Generation, aus der ich komme, die jungen Männer, die für mich in Frage gekommen wären, da war es natürlich ein Problem, es gab nicht so viele. Denn die kamen aus dem Krieg zurück, die meisten, die aus dem Krieg zurückkamen, hatten eigentlich nur eins im Kopf, weg, nichts mehr hören von allem Geld, machen sich's gut gehen, lassen sich unterhalten, überhaupt nichts, die wollten nichts mehr wissen von irgendetwas, als nur leben und tanzen, sich unterhalten, Geld machen. Das war das Hauptinteresse. Und die in Wien, die in Österreich geblieben waren, in Deutschland, die nicht eingerückt waren, ja, die hatten ja alle auch irgendeinen Schaden. Denn beim guten Hitler war ja bekanntlich von 16 bis 60 jeder wurde eingezogen, nicht? Ich glaube, jedes junge Wesen, und die Umfragen zeigen es uns, hat den Wunsch, die Sehnsucht nach Bindung, nach Familie, in welcher Form immer. Für Männer, für Frauen, für Junge, für Alte gilt, dass man keinen Anspruch auf Lebensglück in dieser Form hat. Es war so die Sehnsucht der Menschen nach einer heilen Welt. Nach außen hin wurde das auch irgendwie sichtbar. Ich meine, was sie sonst abgespielt hat, habe ich ja nicht gesehen. Ja. Das war sehr stark, und dass man jedes Jahr ein bisschen mehr verdient und wieder ein bisschen mehr, und dass man Anteil daran genommen,
es ist eh hinter verschlossenen Türen verhandelt worden zwischen den Sozialpartnern, also Gewerkschaft und Wirtschaftskammer und so weiter, aber dann doch als großer Erfolg immer verkauft worden. Und es war so selbstverständlich, jedes Jahr muss man ein bisschen mehr kriegen und kann sich mehr leisten. Das war, will ich nicht einmal sagen, konservatives Familienbild, sondern das war für bestimmte Menschen, also die nicht schon von vornherein zu denen gehört haben, wo es sowieso bürgerlich und Standesdünkel und finanzielle Absicherung vorhanden ist, auch dazu zu gehören, also auch besser leben zu können. Damals hat es ja keine Diskotheken oder irgend sowas gegeben, da ging man halt ein-, zweimal im Jahr auf einen Ball, aber auch erst ein bisschen später mit 18. Und ansonsten hat man brav und fleißig gelernt, hat geschaut, dass man was weiterbringt. Und ansonsten war vielleicht einmal ein Kino oder irgendwas, aber das war's. Das war das erste erschreckende Erlebnis, dass die ja nicht mich wollten als Zwergin. Ich war so ausgeschaut wie 12, war aber schon 16. Und die haben mich nicht genommen zum Tanzen. Aber ich dachte nur, wieso, wie, was heißt das? Ich sage, wenn ich mir aussuche. Das war erschreckend eigentlich. Und da hat es erst mal geklickt, die Welt könnte auch anders ausschauen. Als ich dachte, nicht dieses, na, eine Prinzessin ist endlich geboren. Als Gymnasiastin habe ich nie die Schulaufgaben gelernt, sondern ich bin jeden Nachmittag in der Nationalbibliothek gesessen. In Mathematik bin ich allerweil sitzen geblieben, aber ich habe die arabischen Mathematiker studiert oder solche Sachen. Also das heißt, ich in der Nationalbibliothek, ich habe das gemacht, was mich interessiert hat. War eine miserable Schülerin. Und dort saß ein schon grauhaariger Herr, 25 Jahre älter als ich, mit ungeheuer, mit sehr, sehr brennenden, sehr, sehr intensiven Augen. Der hat mich immer angeschaut und nachher einmal ging er auf mich zu und hat sich vorgestellt und hat gesagt, Dr. Ingrisch und so. Und ich weiß nicht wieso, wir sind in ein Gespräch über Feihingers als Ob-Philosophie geraten. Und da war er natürlich fasziniert. Ich war eine einigermaßen hübsche 17-Jährige, gut gewachsen, mit roten Haaren und plauderte mit ihm über Philosophie. Also ich habe sie damals ziemlich intus gehabt, hat mich interessiert. Naja, und 2 Jahre später haben wir geheiratet. Aber so früh habe ich nicht geheiratet. Das ganze Studium über haben wir natürlich nicht geheiratet. Es war auch überhaupt nicht sicher, ob wir das würden, sondern das hat sich eigentlich erst im letzten Studienabschnitt ergeben. Und ich war mehr auf der, sagen wir, praktischen Seite. Ich habe dann ja angefangen, gleich zu arbeiten. Habe einen sehr guten Posten gehabt, habe für damalige Begriffe viel verdient, habe ein Auto gehabt von der Firma, was ja natürlich in der damaligen Zeit sensationell war und noch dazu hat das ja nichts gekostet. Aber wir haben dann 57 eben geheiratet, nachdem mein Mann genau mit dem Studium fertig war. Ich kann mir das heute eh überhaupt nicht mehr erklären, ja. Aber es war wahrscheinlich auch so ein Weg, also um auch rauszukommen. Nicht von meiner Großmutter weg, aber in ein anderes Stück erleben. Ja. Und das hat er ermöglicht, er hat ja schon verdient. Und hat, also, da gab es halt am Wochenende Möglichkeiten, die ich alleine nicht gehabt hätte. Ja, mit allen Konsequenzen, was das auch geheißen hat. Nicht? Weil ich habe kein Interesse an Sexualität gehabt, aber er schon. Nicht? Meine Mutter war nie mit ihm wirklich einverstanden. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber sie hätte sich was anderes als Schwiegersohn gewünscht. Und damals haben ja Mütter und Väter sehr viel noch mitgeredet. Es war ihr, glaube ich, alles ein bisschen zu unsicher. Aber das habe ich nie wirklich herausgefunden. Sie war nicht wirklich ganz einverstanden. Allerdings meine ich, dass sie gedacht hat, naja, das ist so eine Studentenliebe und wenn er dann alles hat, na, dann wird es zu Ende sein. Das, was mich interessiert hat, habe ich von den jungen Leuten nicht geboten bekommen. Ich habe natürlich junge Leute gekannt. Ich war auch mit jungen Leuten am Gschnarzfest, das war damals im Künstlerhaus. Das war sehr nett, nicht?
Und das war mal so für einen Abend. Doch, ich war ja auch mit denen beisammen. Aber das, was mich wirklich interessiert hat, das haben sie mir nicht geboten. Also es ist nicht das Alter, was mich an meinem Mann reizt. Absolut nicht. Ich meine, mir wäre lieber gewesen, sie wären 20 Jahre jünger gewesen. Aber das waren sie halt nicht. Sondern es ist etwas anderes. Es ist eben das, was sie mir bieten können. Um es hochtrabend zu sagen, was sie mir geistig bieten können. Ich habe sehr viel mit Männern sehr lang mitgearbeitet und also so ein bisschen Muse. Und da habe ich aber sehr viel gelernt dabei für mich. Und vor allem eines Tages zu sagen, eigentlich möchte ich es selber machen. Ne? Und das war, glaube ich, entscheidend. Vorbilder hatte ich überhaupt keine, außer den Oskar Werner als Schauspieler. Ja? Und das war meine ganz große, den habe ich so verehrt als Künstler. Das hat mich sehr auch in dem Beruf bestätigt, dass man vielleicht so etwas erreichen kann. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, na, das ist nur der gemeinsame Nachname, aber sonst nichts. Ich war ja im Burgtheater engagiert, als ganz junge Person und als Elevin sozusagen. Und bis dann das begann mit Buschbeck und der Chefdramaturg des Hauses war, hat man gesagt, na, das war damals noch nicht denkbar. Also so heute ist alles möglich, aber damals war das nicht. Da hat man gesagt, naja, der Buschbeck muss gehen oder die Tobisch muss gehen. Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe gesagt, na selbstverständlich löse ich meinen Vertrag, habe geschrieben, es passt, man ist groß, kotzig, nicht? Ich war jung, ich war ungeduldig, ich habe gezweifelt, ob dieses Österreich vierfach besetzt uns eine Zukunftschance bieten werde. Und ich habe mit Auswanderungsgedanken gespielt, über Schweizer Freunde meiner Mutter, eine Schiene ins Bankwesen Südamerikas nach Uruguay, wäre sehr rasch wieder zurückgekommen, aus persönlichen und politischen Gründen. Und daher habe ich mir gedacht, man ist ja mit dem Mut der Ahnungslosigkeit ausgestattet als junger Mensch, Industrie kenne ich schon, jetzt gehe ich ins Bankwesen. Es war so selbstverständlich, wenn man einen Mann gern hat, heiratet man ihn und dann bekommt man Kinder. Natürlich, das war ganz selbstverständlich, dass man den Beruf aufgibt, weil erstens einmal war ein Kind dann da zu versorgen, das war ja dann schon 2 Jahre später. Und so bin ich mit meiner 5 Monate alten Tochter eben nachgeflogen. Er ist im September dann gegangen und ich bin dann vor Weihnachten gekommen, habe bis Weihnachten noch gearbeitet und dann eben aufgegeben. Und dann muss man ja, das darf man ja nicht vergessen, eine Diplomatenfrau ist zwar kein Beruf, aber es ist viel Arbeit, wenn man es ernst nimmt. Und es wird eigentlich viel von einem verlangt, das immer unbedankt und unbemerkt bleibt. Ich glaube, es so empfunden zu haben, dass ich wollte, auch dass ich mir artikuliert habe, ja, ich möchte heiraten und zwar Kinder. Und jetzt wäre ich ja jetzt oft gefragt, warum, und meine Antwort lapidar, also auch in dem Buch, in der Biografie, war, weil ich ganz einfach deppert war. Besser wäre gewesen zu sagen, bewusstlos. Wir waren eigentlich immer zuerst natürlich eine glückliche Familie mit kleinen Kindern und so weiter, das war sehr wichtig und durfte aber auch nicht notwendigerweise im Vordergrund unseres Lebens stehen. Aber das haben wir gut gemeistert. Das Zweite dann war, wir waren immer ein eminent politischer Haushalt. Das Private war nicht politisch. Meine erste wirklich reibungsfreie und wunderbare Partnerschaft war prompt mit einem Mann, der überhaupt nichts mit Theater zu tun hatte. Und zwar nichts. Und der alles, was ich gemacht habe, wunderbar und faszinierend fand. Das war übrigens auch meine längst dauernde Partnerschaft. Und das fand das alles wunderbar und hat mich extrem unterstützt, ja, in allem, was ich, und für den war das so faszinierend, ja, was Theater und was ich wollte. Und das ist kein Zufall für mich, weil endlich konnte ich mich auf mich und meine Arbeit und meine Ziele konzentrieren. Und zu dieser Zeit, ich war eine sehr, sehr junge Mutter, war mein Sohn schon erwachsen. Also das hat alles da zusammengespielt, dass ich eigentlich befreit war von allen Lasten. Es ist auch nicht so, wenn man einen Karriereweg betritt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, heute Abend entscheide ich Ehe oder Beruf. Das ist lächerlich. Das sind schleichende Prozesse.
Und wenn einem das Schicksal, wie es in meinem Fall gegeben war, auf einen Karriereweg, auf ein Karrieregleis stellt und man die innere Bereitschaft hat, dann wird sowohl zeitlich als auch emotional die Möglichkeit zu einer exklusiven Bindung und jede menschliche Bindung ist etwas sehr Heikles und sehr Forderndes, wird geringer. Die Überlegung, in die SPÖ zu gehen, also ich habe ja überhaupt nicht gewusst, was mich da erwartet, aber das Interesse wurde immer größer und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto stärker ist das Interesse geworden, desto größer wurde auch das Spektrum des sich Auskennens bis hin auch des Wissens. Die weltanschauliche Ausrichtung und Konturierung hat mir eine Persönlichkeit gegeben, die auch kein Parteimitglied war, nämlich Professor Reinhard Kamitz. Kamitz hat im Jahr 1953 begonnen mit der Gründung des Österreichischen Akademikerbundes, ein bisschen als politisches Gegengewicht zum damals um ehemalige Nationalsozialisten sehr bemühten Bund sozialistischer Akademiker, vor allem aber als ein Sammelbecken für die geistigen Strömungen der Zeit. Wir hatten also die namhaftesten internationalen Philosophen damals im Österreichischen Akademikerbund mit Kamitz zu Gast, zur Aussprache. Jugend war erwünscht, wichtig, nicht ferngehalten von geheimen Ratskammern, sondern Jugend war gewünscht. Es hat ja immer so drüber gelegt, als Folie war ja dann von der Frauenorganisation von Anfang an die Frage, ja, aber wir müssen eine Frau und eine Frau reinbringen, wir müssen mehr Frauen in die Politik bringen. Und dieses jahrelange Gejammere habe ich ja miterlebt auf der Bezirksvertretungsebene, auf Gemeinderatsebene, später dann als Wiener Frauensekretärin auch für alle Listen, für die Nationalratslisten. Und es ist dann natürlich auch bei mir schon persönlich der Ehrgeiz gekommen, naja, also wann das so rennt, also wieso ich dann nicht. Damals habe ich gesagt, bitte, ich kann allen Bünden beitreten. Ich habe im Ressort den Landwirtschaftsbetrieb, also könnte ich ohne weiteres dem Bauernbund beitreten. Ich bin noch keine 34 Jahre alt, also könnte ich der Jugendbewegung beitreten. Im ARB bin ich schon, in der Frauenbewegung bin ich schon. Nun trete ich auch noch dem Wirtschaftsbund bei, wenn es gewünscht wird, weil ich halte diese Zersplitterungen für sinnlos. Entweder sind wir eine Gesinnungsgemeinschaft, dann ist die große Überschrift Österreichische Volkspartei und was darunter ist, sind organisatorische Einheiten zur Erlangung von Mitgliedsbeiträgen. Ich zahle auch diesen, habe ich gesagt. Und damit war die Entscheidung gefallen und der Wirtschaftsbund, aber die ganze Wiener ÖVP war eigentlich modern. Meine Bezirksfrauenvorsitzende, die Käthe Jonas, hat mich aus dem Hut gezaubert. Kein Mensch hat mich gekannt. Also ich bin ihnen eigentlich passiert, aber ich war ja damals auch noch nicht so. Natürlich haben sie gesagt, eine Frau an der Spitze eines so großen Ressorts, 16.000 Mitarbeiter damals, wird es gut gehen. Politisch natürlich fast komplett andersfärbig. Wird es gut gehen, wird sie die Härte haben. Die Mehrheit war der Meinung, sie wird sie haben. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Härte, ich bin konsequent. Ich bin nicht hart, ich bin konsequent. Ich hatte das große Glück, von der Österreichischen Volkspartei als erstes weibliches Mitglied der Wiener Landesregierung nominiert zu werden, ÖVP-Mitglied.
Ich hatte das große Glück, einen Generaldirektor an meiner Seite zu haben, der in der SPÖ sehr gut verankert war und von hoher fachlicher Kompetenz und von großer menschlicher Loyalität. Und mehr braucht man nicht, um erfolgreich zu sein. Ich bin sogar aus der Gewerkschaft ausgetreten, weil ich mich mit der leicht überworfen habe. Ich bin dafür ungeeignet. Ich bin absolut ein politischer Mensch, bin auch, wenn ich das so sagen darf, ein durchaus sozial denkender Mensch. Habe übrigens auch einen großen Respekt, obwohl ich es nicht praktiziere, vor allem religiösen, obwohl ich es nicht praktiziere. Aber stellen sich mir die Haare auf, mich irgendeiner dieser Dinge anzuschließen, weil ich habe immer gesagt, was ich denke, beziehungsweise auch gemacht, was ich wollte. Und ich weiß, dass das nicht geht, wenn man innerhalb einer, sagen wir, einer Partei oder einer Gemeinschaft, das geht nicht. Und das habe ich immer gemacht und ich muss dazu auch sagen, das war auch oft sehr schwer, denn dadurch habe ich nie eine Lobby gehabt und bin auch sehr schutzlos gewesen. Ich glaube, der Beruf prägt ja auch, weil wenn der Beruf nur ein Nebenberuf, aber doch in der Öffentlichkeit stattfindet, dann muss man sich an, oder hatte man sich an gewisse Klischees angepasst. Das tut man ja auch eigentlich bis heute. Und so war es, mir kam das eigentlich ganz natürlich. Ich bin sehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der normalen Vita. Aber ich glaube, bei Karrieren, bei Spitzenkarrieren gilt für Frauen und Männer, dass man einfach nicht alles haben kann. Das war einmal ganz was Lustiges. Das hat mein Mann, glaube ich, auch sogar ernst gemeint. Er hat gesagt, da machen wir dann so eine Art Familienparlament, wie das angefangen hat. Da machen wir so eine Art Familienparlament. Jeder kann sagen, was ihm nicht passt und ich sage euch dann, warum es nicht geht. Dieses Schicksal von Frauen, dass sie ihre Interessen und Sachen aufgeben, weil es einfach im Moment notwendig erscheint. Das habe ich damals noch als unangenehm, aber als so ist es eben. Heute hinterfrage ich das und es gibt Gott sei Dank immer mehr junge Frauen, die diesen Weg auch nicht mehr gehen, sondern das tun, was sie wollen in ihrer Ausbildung und dann ihr Privatleben eben dazukommt. Aber nicht dieses Zentrale, du bist Frau und Mutter und dann darfst du auch ein bisschen arbeiten. Also das ist zu Ende und da bin ich schon sehr froh für die Nachkommenschaft. In meiner Generation war das so, da gab es die ehelichen Pflichten. Ja? Und da fährt die Eisenbahn drüber. Und wenn der Alte will, muss ich. Und das wollte ich klar machen, dass das sichtbar wird. Und das haben viele Frauen begriffen. Das habe ich dann gemerkt in den Diskussionen. Die ehelichen Pflichten haben ja sogar im alten Scheidungsrecht eine Rolle gespielt. Also die Verweigerung der ehelichen Pflichten war ein Scheidungsgrund. Ja? Oder jedenfalls ein Punkt, nicht als alleiniger Scheidungsgrund, aber in Verbindung mit Vernachlässigung des Haushalts zum Beispiel. Darum war es ja auch so wichtig, klarzumachen beim Familienrecht, dass die Haushaltsführung und die Kinderbetreuung ein Beitrag zum Unterhalt ist. Und damit kommen wir durch zum Lustprinzip, das ich für das Wesentlichste im Leben jedes Menschen halte, was sich Frauen sehr wenig gönnen, auf die eigene Lust zu horchen, das ist nicht nur erotisch gemeint, aber auch. Und dass man das Lustprinzip nicht so vernachlässigt, ist eine Todsünde, glaube ich. Wieso das nicht unter die Todsünden? Da müsste eigentlich sein, du sollst nicht gegen deine Lust agieren. Das müsste eine die achte Todsünde, 7 gibt es, die achte Todsünde sollte heißen, agiere nie gegen deine Lust. Ich habe das aus Liebe gemacht, aber ich habe das auch als nicht unnatürlich empfunden, weil man ist dazu da, dass man einander unterstützt. Und wenn einer zu Hause ist, eben, dann macht er das, was zu Hause anfällt. Das war mir keine Qual oder es war mir auch nicht etwas unter meiner Würde, wenn man so will, überhaupt nicht. Und man kriegt ja auch Befriedigung von Dingen, die man später lernt und die nicht unbedingt bezahlt werden. Es ist nicht richtig, dass
automatisch ein Mensch in einer Beziehung den anderen bedient. Halbe Halbe war eine wunderbare Geschichte, die nur verhöhnt wurde, leider auch von Frauen. Ja? Das ist ein ganz großer gesellschaftspolitischer Ansatzpunkt gewesen, ein Kernpunkt, ein Knackpunkt. Ich kann nicht mit jemandem eine Liebesbeziehung haben, dessen Socken ich am Abend gewaschen habe. Mit dem kann ich dann nicht ins Bett gehen, wenn ich weiß, wie die ausgeschaut haben. Und ich finde, Geschlechter sind Spielrollen. Sie sollten nicht fixiert sein, sondern man sollte das freie Spiel mit ihnen treiben können, sodass jeder sagen kann, na, heute Vormittag möchte ich ein Mann sein und Nachmittag, nur sagen wir von 4 bis 6 bin ich eine Frau, na ja, und dann von 7 bis Mitternacht bin ich beides. Das Zusammenleben von 2 Frauen ist nicht vergleichbar mit dem Zusammenleben von Mann und Frau. Wenn man Mann und Frau klassisch interpretiert, was man ja auch anders tun kann. War nicht Lolo Brigida-Erscheinung, aber ich habe sehr wohl mit diesen, ich habe es ein bisschen anders gemacht, ne? Ich habe sie mir einkocht über so, ich musste mal eine halbe Stunde mit einem Mann reden, ja. Die Männer, die ich besonders geliebt habe, habe ich monatelang eigentlich verfolgen müssen. Das waren dann sehr lange glückliche Partnerschaften. Also so auf Knopfdruck hat da nie was funktioniert. Und ich habe schon benutzt meine weiblichen Charme oder wie blöd diese alle Wörter klingen. Ich habe das schon eingesetzt. Ja? Meinen Witz und meine Überredungskunst und mein durchaus bagschierliches Auftreten. Natürlich habe ich das benutzt, aber allein hätte es nichts genützt. Ja, Schönheit, mein Gott, was ist Schönheit? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, was ist schon Schönheit? Ja, ich habe ein Glück gehabt, mein Gott, ich habe eine schöne Mutter und einen schönen Vater gehabt und war halt auch nicht schier, aber schön. Also ich war an sich nie mein Typus, nicht mein Typ war immer, also eher die zarten, kleinen, schwarzen. Ich habe immer gefunden, solche Typen wie ich, also ich habe mich nie als besonders schön empfunden, fand mich immer ein bisschen zu barbarisch. Aber es gibt Bilder von mir, so von Dreiviertelprofil oder Profil, wo ich wirklich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Lorena habe. Sie hat auch die lange Nasen. Die damalige Bundesfrauensekretärin, die Anna Demuth, die eine sehr modebewusste Frau war und ist, mit ganz kurz geschorenen Haaren und so, die hat mich immer fasziniert. Aber die hat zu mir immer gesagt, Johanna, du hast deswegen so einen Erfolg in der Partei, weil mit dir können sich alle Frauen so identifizieren. Du schaust so aus wie alle anderen auch. Die äußere Wandlung dann im Haarstil und im Kleidertrang, das war später erst, da kam ich schon in die Regierung. Der dauergewählte Kopf, den habe ich lange getragen, ja. Und das war ja in den 50er Jahren auch von der Werbung sehr stark geprägt. Es war eben so das Bedürfnis, eine heile Welt zu haben, ja. Also so im Familiensinn, ja, heile Welt zu haben. Es ist ja doch das Frauenbild, das im Nationalsozialismus so stark geprägt worden ist, ist ja nie besprochen worden, ist ja nie aufgearbeitet worden, ja, im Sinne eben von es zu problematisieren, darüber zu reden. Die Frauen waren eigentlich ab der Ehe für Stillstand programmiert, aber nur insofern, dass sie nicht nach außen eine Funktion hatten. Sie mussten vielleicht hübsch sein, sie mussten vielleicht tüchtig sein, ein Haus führen können, Kinder gut erziehen, wenn was daneben geht, ist es sicher die Schuld der Frau gewesen, und ansonsten keine Unannehmlichkeiten machen. Das, glaube ich, war im Grund genommen das, was man früher von einer Frau erwartet, und sich, unter Anführungszeichen, ordentlich aufführen. Die Rolle der Frau ist in unserer Kultur als passiv, nachgiebig, friedlich definiert worden, während der Mann ist kriegerisch, härter, unnachgiebiger, aktiver, während die Frau passiv ist. In anderen Kulturen ist es ganz anders. Zum Beispiel habe ich mich unter anderem auch sehr viel mit Ethnologie beschäftigt. Und es gibt Kulturen, in denen, wenn die Frau schwanger ist, sich der Mann ins Kindbett legt und versorgen lässt,
während die Frau die Feldarbeit macht oder die Frau die Kriege führen muss. Es gibt keine Bären mehr zu töten. Ihre Muskelkraft hat in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt keinen Einfluss mehr. Sondern es kommt darauf an, kooperieren zu können, inventiv zu sein, Ideen zu haben, Fantasie zu haben und kreativ zu sein. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, ja, dass es ungebrochen ist, dieses Frauenbild des Nationalsozialismus, das ja auch schon früher entstanden ist, also vor dem Nationalsozialismus, ja. Das ist ja nicht von denen erfunden worden, sondern halt entwickelt bis zum Exzess, ist ungebrochen in den Köpfen drin bis heute. Also ich treffe immer noch viele Menschen, wo das nach wie vor, sie wissen es gar nicht, ja. Das ist halt so genannt, die sogenannte natürliche Ordnung. Ne? Ich habe immer gern Leuten geholfen, die aus irgendwelchen Gründen nicht fähig waren, etwas zu tun. Habe ich immer gesagt, na, das mache ich schon. Und ich weiß nicht, ich war offenbar geschickt, nicht? Und auch irgendwie organisatorisch, also halbwegs begabt. Und so habe ich das halt eigentlich mein ganzes Leben so gehalten. Ich habe nichts dagegen, wenn man das Bedürfnis hat, für andere da zu sein. Ich finde das also eine schöne Lebensqualität. Ja? Aber die Verpflichtung dazu, die Reduzierung darauf, und das Ganze bitte hat ja alles einen gesellschaftlichen Untergrund. Das ist ja gewollt, das ist ja Politik, die Frauen in dieses Segment zu treiben und zu drücken. Ja? Und das muss man jetzt erst einmal bewusst machen. Viele Frauen waren ja verängstigt. Es wird sehr viel Anerkennung dem Mann zuteil. Und wenn man mittut bei allen Dingen, dann auch der Frau. Ich selbst habe mir oft gesagt, naja, ich muss da jetzt eine Rücksicht nehmen. Nein, es war nicht notwendig. Ja? Ich hätte nicht Rücksicht nehmen müssen. Und oft nimmt man Rücksicht gegenüber den Interessen eines anderen. Und das ist alles sehr eine weibliche Unart. Aber irgendwie war man immer verpflichtet der Familie und man will ja nicht aussteigen sozusagen aus etwas. Wenn man sich unbewusst hinein torkelt in Verhaltensweisen und durchs Leben torkelt und sagt, ja, ich habe ja müssen und ihr das sollen, gar nichts muss man. Man muss überhaupt nichts. Ich habe mein ganzes Leben darum gekämpft, dass es kein Frauenbild gibt. Ja? Jeder Mensch soll die Möglichkeiten haben, sich sein Leben so gestalten zu können, wie er will. Und das passt für Frauen aber nicht. Es passt natürlich auch für Männer nicht, nebenbei bemerkt. Ja? Da war Mai 68 und ich würde das sind bei mir die politischen und feministischen Jalousien in die Höhe geschnalzt. Völlig unerwartet. Aber ich sagte schon, wir lebten im Westen von Paris und da gibt es ja bekanntlich eine große Universität, die heißt Nanterre und da gab es einen jungen Mann, der aus Deutschland kam, Daniel Cohn-Bendit, der dort den Skandal machte, den ersten, und die Studentenrevolution instigierte. Und ich fuhr daran vorbei und ich sah diese unglaublichen Geschichten an den Wänden plötzlich, so wie es ist verboten zu verbieten, was mich sehr nachdenklich machte, nicht? Denn ich war ja eigentlich, kam ja aus einem Hintergrund, wo ich immer noch glaubte, die Dinge sind eben so, Papa, Mama, Priester, Arzt und das sind die, und der Herr Minister und der Herr Präsident, das sind alles Männer und so läuft das ab. Also 68, ich war ja 10 Jahre zu alt, als ich 68 entdeckt habe. Da waren ja die anderen 10 Jahre jünger. Interessant, dass ich auch prompt sofort einen 10 Jahre jüngeren Freund nach meiner Ehe hatte. Ja, der da voll hineingepasst hat, nicht? Und das eher so war, dass er mir was gelernt hat und nicht ich ihm, ja? Und dann hat man halt diese ersten Bücher gelesen. Das erste Buch war mit dem Titel Hat der Mann versagt? Und das habe ich aber noch versteckt in der Straßenbahn, weil der Titel so provokant war, dass ich wahrscheinlich da angestänkert worden wäre. Und da sind Sachen drin gestanden, wo ihm halt ein Licht aufgegangen ist. Das Wichtigste für Mädchen ist, für Frauen ist, lernen, Ehrgeiz entwickeln und was erreichen wollen. Und sie nicht, also
abschieben zu lassen auf ein Segment des Lebens, nämlich da zu sein für andere und ausschließlich. In der Politik habe ich doch die Phasen Alibi-Frau, Quotenfrau und Gott sei Dank endlich dann auch eigenständige Frau erlebt, beobachtet, würde nicht sagen mitgemacht, weil ich durch glückliche Umstände also nicht wirklich gedemütigt wurde. Und ich empfinde es als Demütigung. Ich bin mir gesagt, also ich bin absolut, bin keine Manze, bin keine militante Feministin, aber ich empfinde das Zurücksetzen der Frauen als Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Das Wort Emanze als Schimpfwort zu verwenden, heißt, also dann gibt es die, die halt noch plappern, ja, und sowieso Frauen, die sich ihr Leben selber gestalten, die sie durchsetzen können, die sich davon nicht beeindrucken lassen, nicht mögen und daher beschimpfen, ja. Dann gibt es aber die, die sehr wohl erkannt haben, was für Sprengstoff dahinter steckt. Und die setzen dann bewusst das ein. Ich war zu einer Zeit emanzipiert, wo man sich, wenn man so gelebt hat, wie man wollte, aus der Gesellschaft hinaus katapultiert hat. Ich lieb offen gesagt die Feministinnen unserer Zeit nicht. Denn die meisten Feministinnen, die ich kenne, lassen sich schön von ihren Männern aushalten und gehen dann auf die Barrikaden und sagt, pfui Männer und ich bin Frau und ich bin lesbisch, naja, aber den Mann lassen sie arbeiten und im Fall der Scheidung räumen sie ihn ab. Ich finde das widerwärtig. Radikalfeministin zu sein, finde ich was Herrliches. Ich wünsche mir, dass es mehr gibt. Das braucht man dringend. In dieser Biografie kann ich nur eines, und das kontrolliere ich auch nicht, ich kann mich bilokalisieren. Das heißt, ich erscheine Menschen, und zwar schon seit meinen 20er Jahren, an Orten, wo ich garantiert nicht bin und auch nicht war. Das ist jetzt vielleicht nur ein bisschen lustig, aber ich habe immer gesagt, im nächsten Leben möchte ich eigentlich gerne eine unbeholfene Frau werden, weil die hat es gut, die strecken alle vor sich und irgendwer kommt dann schon zur Hilfe. Also die Französinnen haben auf diesem Klavier lange Zeit noch gespielt. Ich weiß nicht wie lange, da war ich dann nicht mehr dort. Aber das war schon etwas. Also der Mann, ja, in Wirklichkeit haben sie getan, was sie wollten, aber nach außen hin war das alles noch anders. Ich war ja nicht mehr ganz jung, ich war ja nicht 17, nicht? Ich war ja um die 40 herum. Und alles das Gewohnte und das Solide und auch das Ungeliebte Solide, aber das war eben das, was einen umgeben hat. Und plötzlich sagt man, nein, ich will in der Wahrheit leben. Ja, der Erfolg war natürlich eine Scheidung, wie es kommen musste. Es war eine völlig logische Entwicklung, dass ich ein anderes Leben möchte. Und so hat sich das auch in aller eigentlich ziemlich undramatisch entwickelt und abgeschlossen. Ich wollte nicht eine alte, bissige, schreckliche Frau werden. Ja, und das ist, da kann man sehr leicht in dieses Loch fallen. Das ist gar nicht so von der Hand zu weisen, indem man sich zurückzieht und dann nur mehr herauskeift aus dem Loch. Das geht nicht. Ich sage immer, wenn Sie mit der Freiheit, ist immer so eine Sache. Das ist der Unterschied vielleicht zu den heutigen jungen Menschen, die alle nach Freiheit rufen. Das ist was sehr Schönes. Nur die Vorstellung, dass es Freiheit, Gerechtigkeit zusammengeht, das geht nicht zusammen. Sie werden im Moment ungerecht behandelt, wo sie die totale Freiheit also beanspruchen. Und sie hat natürlich einen Preis, nicht? Also umsonst ist überhaupt nichts. Ich habe immer gemacht, sozusagen, was ich wollte, oder sagen wir so, ich habe immer Dinge gemacht, die eigentlich nicht üblich sind und die nicht ins Klischee passen. Aber umsonst ist das nicht. Ich habe in sehr wenigen und sehr langen Beziehungen gelebt mit Männern und habe mich, je älter ich wurde, natürlich leichter getan. Ja? Weil man so viel weiß, weil der andere so viel weiß, und habe eigentlich erst mit einem gewissen Alter
wo ich dann eine Beziehung beendet habe, was nicht so gescheit war, aber es ist halt passiert, mir gedacht, so, jetzt möchte ich eigentlich einmal wirklich allein leben. Ich habe also ganz einfach mit Menschen zusammenleben wollen, die, mit denen ich also in Übereinstimmung bin, in erster Linie in Übereinstimmung in einer, was das Leben generell betrifft, aber natürlich ganz spezifisch politisch, gar noch einmal spezifischer frauenpolitisch. Und das waren Frauen. Und ein geschlechtliches Bedürfnis nach Männern habe ich wahrscheinlich überhaupt nie gehabt. Also ich habe meine Freundschaften nie in keiner Weise nach also politischen Grundsätzen ausgerichtet, allerdings sicher nach moralisch-ethischen, also mit moralisch-ethischen bestimmten Vorstellungen. Wenn die nicht, also wenn mir das nicht genügt hat bei den anderen, dann, also alle Leute, die, mit denen ich wirklich, also man war ja nicht mit so vielen wirklich befreundet, aber die man gut gekannt hat, die habe ich eigentlich nur, die mussten eine bestimmte Einstellung zum Leben, zu den Menschen haben, weil sonst will ich es nicht. Also mich haben Leute nie interessiert, die nur darauf aus sind, also Geld zu machen, Erfolg zu haben. Das hat mich nie interessiert. Ich wollte nie für Frauentheater machen, ich wollte kein Frauentheater, ich wollte nichts Frauenspezifisches machen, ich war eine Frau. Ich war eine bewusste Frau. Nichts ist langweiliger als ein hundertprozentiger Mann oder eine hundertprozentige Frau. Da kann sich überhaupt nichts ereignen, da sitzt man fest. In einer Rolle, die überhaupt in der man nicht mehr spielen kann. Und das ist ungeheuer reizvoll. Und Weininger, hat gelebt in der, ich glaube, nur in den ersten 30 Jahren des vorigen Jahrhunderts und hat ein Buch geschrieben, das ich in meiner Gymnasialzeit gelesen habe. Und das heißt Geschlecht und Charakter. Und darin habe ich geschrieben, wenn jemand also 70% männlich ist, also ein Mann, und 30% weiblich, dann sucht er natürlich eine Frau, die 70% weiblich und 30% männlich ist. Es müssen immer so 100% herauskommen. Und das ist eine sehr reizvolle Angelegenheit. Es gibt mehr bedeutende Männer wie Frauen. Es tut mir leid, die Frauen bilden sich zwar heute ein, sie sind genauso bedeutend wie die Männer. Also es gibt sicher bedeutende Frauen, aber es gibt mehr interessante Männer. Also ich muss es leider sagen. Ich habe eine Menge Frauen kennengelernt und da war doch eine sehr geringe Zahl wirklich interessant, nicht? Aber es gab natürlich interessante Frauen, aber ich bin ihnen halt nicht begegnet. Wir hatten in der Drachengasse die Besonderheit, dass wir sehr witzige Vollfrauen waren. Ich nenne Vollfrauen das deshalb, weil wir alles erfahren hatten schon an uns selber, was Frauen betrifft. Ja? Die Beziehungsprobleme, die Mutter-Kind-Probleme, die Ernährung, dass wir nicht, manchmal nicht gewusst haben, wovon zahlen wir die Miete als selbstständige Frauen und dass das eingeflossen ist in die Arbeit und dass man eigentlich aus einem ganz natürlichen, solidarischen Frauenbewusstsein, wie es Männer seit Jahrtausenden haben, hier zum ersten Mal eine kleine Zelle entstanden ist, die Frauensolidarität anwenden wollte. Die Tatsache, dass damals also der Kampf um die Fristenregelung begonnen hat in der SPÖ. Ja? Das heißt aber, in Wirklichkeit muss man für die damaligen Verhältnisse sagen, um die Abschaffung des Paragraph 144, also die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches. Das war ein Schlüsselerlebnis. Dass dieses ganze Thema des Schwangerschaftsabbruchs, der Straffreiheit bzw. der Strafe von Frauen und von Ärzten ein heuchlerisches Thema ist, das wussten wir damals schon. Das ist die Hypokrisie zur Potenz in Wirklichkeit, denn seit eh und je haben Frauen, die aus wohlhabenden Kreisen kamen, ihre Schwangerschaftsabbrüche gehabt. Ja, mehr noch, sind sogar gezwungen worden, abzubrechen von ihren jeweiligen Männern, Vätern oder Freunden. Dass Frauen, die von Pfarrern, von Priestern Kinder bekommen haben, gezwungen wurden, beziehungsweise ins Abseits, ins Out gedrängt worden sind. Wenn sie es ausgetragen haben, dass das also eine schichtspezifische Frage war, das wurde uns sehr schnell klar, dass das eine Frage der sozialen Klassen war. Und ja, dann haben wir halt ganz einfach einen Aufstand gemacht.
Das war ein ganz starkes Moment, aber das zweite Moment war die Zeit überhaupt, nicht? Also die Familienrechtsreformen, die Diskussionen, Strafrechtsreform generell, über den Schwangerschaftsabbruch ja noch hinaus, die Bildungsreformen, Chancen für alle Kinder, Öffnung der Schulen, weg mit Schulgeld, Öffnung der Universitäten, weg mit Studiengebühren. Ja, das war ja faszinierend. Da ist automatisch logisch entstanden ein Frauenbewusstsein für die Frauenfrage und andere Frauen getroffen, die das eben hatten, und dann hat man ein Theater gemacht. Aber mein erster Krach war mit Frauen, die gesagt haben, es dürfen nur Frauen ins Theater. Jetzt vollkommen verblödet, damit verändern wir ja nicht jene, die wir verändern wollen. Frauen wurden das erste Mal als eigenständige Menschen betrachtet. Der besondere Wert dieser Maßnahme Kreiskis war, dass man darf nicht vergessen, also, dass er mich durchgesetzt hat. Ich war ja bereits bekannt, ich bin ja für was gestanden, für eine Frauenpolitik, die nichts zu tun hat mit Frauenpolitik im klassischen Sinn, wie es früher verstanden wurde. Ja? Also für die Frauen bessere Bedingungen und so, ja? Schutzgesetze und... Aber immer schön dort, wo sie hinkehren. Auch die Schutzgesetze sollten sie ja zementieren, weil wenn man sich das Pensionsrecht anschaut und die ganzen familienpolitischen Leistungen, das kann man auch als Frauenpolitik bezeichnen, aber das soll ja in Wirklichkeit nichts anderes, als sie zu erhalten als die Pflegerin und Bewahrerin und Dienerin der verschiedensten Herren. Ich habe das schon als unendlich befreiend empfunden, dass man nach und nach im Zuhören der anderen drauf kam, dass man kein isolierter Fall, keine unzufriedene Person ist, sondern dass die gesellschaftliche Organisation etwas damit zu tun hat, dass es Frauen eben schlechter ging. Es hat sich immer wieder fokussiert, die Auseinandersetzung Hausfrau versus berufstätige Frau. Und das ist natürlich sehr geschürt worden und von außen hineingetragen. Ne? Auch in der Partei, in der SPÖ hat sich das so abgespielt. Ja. Da gab es die guten Frauen, die braven Frauen, die halt ihren Mann versorgen und die Kinder und sich um alles kümmern. Und dann gab das waren die Normalen und dann gab es die anderen, die Nicht-Normalen. Und ich bin dann so zum Synonym, Donald war dann so das Synonym. Nicht? Und dann habe ich gehört, also bis heute, auch in den Bezirksorganisationen der SPÖ, da bist ja schon wieder die Donald. Und das hat manche Frauen sehr erschreckt und andere haben erzählt, sie sind wahnsinnig stolz von daraufhin und sind dazu gestanden. Also ich meine, man konnte zu jeder Zeit, wenn man sich auf die Beine gestellt hat, irgendwie sich durchsetzen. Also ich verstehe das große Getue nicht darum. Aber bitte. Aber ich meine, was jetzt zum Beispiel sagen, sind wir nicht ganz dagegen. Also Gewalt, dass man sagt 50-50 muss sein, na, das muss wirklich nicht sein. Von mir aus auch 70-30, wenn 70 besser sind Frauen als Männer. Ich glaube, es gibt keinen Rückfall in diese Zeit, wo die Bemerkung, aber das ist ja eine Frau, ein Ausschließungsgrund wäre. Ich glaube, diesen Rückfall gibt es nicht mehr, kann es nicht mehr geben. Wir haben jetzt andere, oder die Frauen von heute haben andere Aufgaben, mit denen sie so fertig werden müssen, wie meine Generation mit den Diskriminierungen, Zurücksetzungen, Behinderungen, wie wir in unserer Zeit fertig werden mussten. Aber sie, und das ist das, was mich rückblickend auf mein Leben wirklich freut, die heutige Frauengeneration kann von gesicherter Qualifikation ausgehen. Fast in allen Fakultäten haben wir einen Frauenanteil, der als Hälfte gesehen werden kann. Ein paar technische Bereiche sind noch schwächer ausgestattet, aber da muss die Neigung wachsen. Die Qualifikation ist außer Frage. Die Auswahlgremien, und das ist etwas sehr Wichtiges, sind mittlerweile auch paritätisch oder zumindest in vernünftigen Relationen, Geschlechterrelationen besetzt, sodass eigentlich die Frauen wirklich das leben können, was mir immer vorschwebte, die freie Wahl. Will ich mich für Familie entscheiden oder will ich mich für Karriere entscheiden? Für mich sind Frauen
genauso berechtigte Lebenswesen wie der Mann. Und die Gewerkschaften und diese ganzen Frauenvertretungen sollten sich vor allem annehmen dafür, dass die Frauen, wenn sie das wollen und wenn sie einen Beruf wollen und wenn sie, dass sie dann gleichberechtigt sind wie die Männer. Und das sind sie immer noch nicht. Mehr Frauen hasst weniger Männer. Also Interessensgegensätze. Aber auf der wirtschaftlichen, ja, Frauen, die als Konkurrenz auftreten, ja, durch bessere Ausbildung, durch ein politisches Programm einer Regierung, die da eigene Programme macht, bedeutet Konkurrenz für die Wirtschaft insgesamt, wann immer mehr diese Reserve her der Frauen da ist, die man wie die Schachfiguren herumschieben kann und holt, wenn man sie billig braucht und wieder wegschicken kann, weil sie ja eh zu Hause was anderes zu tun haben. Nicht? Der Bub ist, weil er von Natur aus vielleicht in frühen Jahren ein bisschen langsamer ist als Mädchen, ist dann ins Hintertreffen geraten und auf einmal haben wir den Kampf der Geschlechter gehabt. Ich glaube, dass das einer der Mitgründe zumindest sein muss. Vielleicht haben wir nicht genug Erziehung dem Buben gegeben in puncto Gleichwertigkeit. Das sind lauter Ablenkungsmanöver, um über die wirklichen Fragen zu reden. Und die wirkliche Frage ist die Verteilungsfrage. Wie verteile ich was, wo, um, damit alle zu einer gerechten Teilhabe kommen und Chancen haben? In einem Alter 60, wo man also doch zurückblickt, ob man die Dinge halbwegs richtig gemacht hat, wie die gesellschaftliche Entwicklung war, ob man in der richtigen Weise an dieser Entwicklung mitgewirkt hat, und mich hat absolut bewegt das Gefühl, dass sich der jüngeren Frauengeneration sichtbar Solidarität bekunden möchte. Dieser Wunsch war vorhanden, die Mittel, die privaten Mittel waren auch vorhanden, also kam es zur Gründung der Maria Schaumeier Stiftung zur Förderung von Frauenkarrieren in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Es ist undenkbar, dass ich diesen ganzen Weg selbst der Eigenentwicklung und der Erweiterung meiner Weltsicht gehe, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass ich das auch weitergeben will. Das ist eine Notwendigkeit, das kann man nicht nur für sich behalten. Ich glaube, dass Frauen sich ganz großartig eignen mit Sachautorität, Führungspositionen, ohne hierarchisches Getue. Ja? Das habe ich hier gelebt, da bin ich überzeugt. Das habe ich in 25 Jahren gelebt. Und das praktisch angewandt und das funktioniert prima. Das ist bei Männern schwer zu erreichen. Ja, aber wie gesagt, das Ja undifferenziert ist, kann man nicht stehen lassen. Allerdings erlebe ich also zunehmend in der jetzigen österreichischen Politik Frauen, wo das Ja nicht stimmen würde. Ich will ihr Frau sein nicht in Frage stellen, aber ich erlebe halt mehr und mehr Frauen, wo ich nimmer mehr das Gefühl habe, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Da geht es nicht mehr um Machterhalt. Ich erlebe besonders bei Männern, aber auch bei Frauen, wenn sie nicht mit sich eins sind, wenn sie nicht in ihrer Mitte sind, wenn sie Leerstellen haben, die sie mit irgendwas füllen wollen, dann ist es meistens mit Macht, mit Haben verbunden. Und dass Gier eigentlich ein Schwächezeichen ist, beweist sich täglich. Auch wenn eine Weltmacht die Weltmacht sein will, dann ist das nicht nur Überheblichkeit, sondern Besitzgier, Machtgier und Unterwerfung, die Lust an der Unterwerfung ist meiner Meinung nach das Spiegelbild von der Gier. Ich
glaube, wenn man einen anderen Menschen nicht verletzen könnte, wenn wir da ein Gen hätten, dann denk mal, wie da die Welt ausschauen würde. Dann wäre, das wäre wunderbar. Ich war da neulich im Casino, hat mich wer mitgeschleift und der Portier dort begrüßt mich und ich sage, kennen Sie mich noch? Sagt der Wolkner Frau, Sie sind doch ein Denkmal. Und habe ich mir gedacht, das ist ganz lustig. Du bist ein Denkmal vom Opernball geworden, akkurat. Ich würde das, was ich jetzt oder in den letzten 10 Jahren gemacht habe, nicht als Management bezeichnen, sondern es war eigentlich nach meinem Weggang aus der Hohen Warte eine, ist vielleicht ein großes Wort, eine Überlebensstrategie. Weltweit, die erste weibliche Notenbankgouverneurin, da kann man nicht Nein sagen. Ich bin eine überzeugte Republikanerin und natürlich Demokratin. Aber sowohl Zwentendorf wie auch Hainburg hat mir gezeigt, wie fragil das in Wirklichkeit ist. Dass Politiker Entscheidungen fällen, die nicht nur die jetzige Generation betreffen, sondern Generationen auf Jahrhunderte vielleicht. Ich weiß schon, dass jemanden braucht, der dieser Antriebskeil ist. Ja. Aber wir haben ja immer an so vielen Sachen gleichzeitig gearbeitet, weil das ja auch alles mit Zahnrädern ineinander greift. Ja. Ich habe immer Probleme, wenn mich wer fragt, was war denn Ihr größter Erfolg? Das kann man überhaupt nicht sagen. Das Gesamte. Vielleicht, na wer weiß, vielleicht bin ich ein Elb, weil dieser Film nicht bunt wird und ich schwarz-weiß jetzt erscheine. Was weiß man schon von sich selber?